Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem Video, wo ich wirklich sehr, sehr aufgeregt bin. Und ich, ja doch, ich kann es euch erklären, warum. Dieses Video entsteht in Zusammenarbeit mit Dior, denn ich konnte etwas Kleines für euch rausschlagen. Ihr erinnert euch vielleicht, vor knapp einem halben Jahr hatte ich mit Dior schon eine Zusammenarbeit, wo wir euch Lippenstifte geschenkt haben. Und in diesem Video gibt es wieder ein kleines Geschenk von Dior an euch. Und ich möchte euch so ein paar Produkte einfach zeigen, die ich gerne mag. Manche sind First Impression, einfach, dass ihr auch seht, welche Produkte gibt es von Dior. Ich finde, Dior wird recht wenig behandelt hier bei uns in Deutschland. Und einige der Produkte sind wirklich, wirklich das Geld wert. Ich weiß, für Team Günstenhaus ist das Ganze immer so ein Uff. Aber es gibt zwei Sachen, die ich ganz transparent mit euch besprechen möchte. Ich kriege kein Geld für dieses Video. Normalerweise ist es so bei Product Placements oder gesponserten Videos so, dass eine Summe Geld an einen YouTuber geht. Ich habe mich da auch ganz bewusst gegen entschieden. Ich finde es aber ganz spannend und ich finde es vor allen Dingen auch wichtig, um zu sehen, wo ist der High-End-Bereich gerade. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ich einfach 50 Leuten von euch etwas Gutes tun kann und alleine dafür mache ich dieses Video schon. Denn mit dem Code, den ich euch hier unten einmal einblende, alle Links stehen unten auch in der Infobox, bekommt ihr einfach, Achtung, eine Tasche von Dior. Das ist eine wunderschöne Make-up-Tasche, wo ganz schön dick und fett Dior draufsteht. Super schöne Details, ihr könnt da euer Geld mit reinpacken, so ein kleines Kulturbeutelchen oder eure Lieblings-Make-up-Produkte. Code steht unten drin. Es gibt nur 50 Sets und ihr bekommt das, wenn ihr einen Einkaufswert von 50 Euro habt. Steht aber alles einmal unten in der Infobox. Und ich dachte mir, hey, heute lassen wir es uns mal gut gehen. Die letzten Wochen waren echt hart für mich. Und so ein bisschen Luxus im Gesicht tut ja manchmal ganz gut. Und vielleicht ist das ein oder andere Produkt für euch mit dabei. Ihr wisst, es gibt Produkte, auf die ich schwöre, auf die ich auch nicht mehr verzichten möchte, auch wenn es High-End ist. Und das ist unter anderem die Foundation oder die Lippenprodukte oder eine Contouring-Palette. Und ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an. Vielen, vielen, vielen Dank an Dior. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals mit so einer Marke zusammenarbeiten darf. Dior ist auch für mich, der das ja mittlerweile regelmäßig macht, Videos drehen, immer noch so, wow, Luxus und so ein bisschen unerreichbar gewesen. Und als Dior auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey, wir haben eine coole Aktion, die wir gerne mit dir starten möchten, habe ich gesagt, mega. Ihr seht, ich habe noch nichts im Gesicht und ich finde es ganz spannend, denn ein paar Produkte kenne ich schon und ich habe jetzt aber erst bei Hattie gelernt, wie sie die Produkte anwendet und wie sie so ein bisschen damit arbeitet. Ich möchte als erstes anfangen mit einem Spray. Das hatte ich letzten Sommer schon bekommen und habe das wirklich aufgebraucht. Das ist jetzt eine neue Flasche. Das ist das Hydralife Fresh Reviver Sorbet Water Mist. Das ist so ein Spray, das ist ein ganz feiner Sprühnebel. Ich glaube, zum Packaging von Dior muss ich nicht sagen. Ist halt alles Luxus. Das sprühe ich mir einfach so ein bisschen ins Gesicht. Es ist ein sehr, sehr feiner Nebel und legt sich schon mal so ein bisschen auf die Haut. Was ich damit sehr, sehr gerne gemacht habe im Sommer, aber auch wenn ich mein Make-up schon eine Weile drauf habe, einfach da nochmal so ein bisschen mit übers Gesicht. Das gibt einen frischen Kick und ihr seht, glaube ich, auch direkt so einen leichten Glow. Ich habe eine Idee im Kopf. Dior ist sehr artistisch, sehr extrovertiert und ich möchte das Ganze so ein bisschen mit euch probieren. Ich habe nämlich noch zwei weitere Skincare-Produkte bekommen, die ich mir auch ausgesucht habe, weil ich sie schon mal hatte. Ich hatte mir die damals selber gekauft und das waren die Capture Youth-Produkte. Einmal den Matte Maximizer und den Glow Booster. Freunde, der Glow Booster, den seht ihr gleich. Der Haar. Der Matte Maximizer kommt in einem Glasflakon und hat eine Pipette. Es ist so krass, ne? Es fühlt sich einfach so edel an alles. Und von dem Matte Maximizer gebe ich mir wirklich nur so zwei kleine Tropfen auf meine Nase. Das reicht. Also das Ding wird euch ewig halten, wenn ihr das kauft. Und das arbeite ich mir so ein bisschen hier hin, wo ich leichte vergrößerte Poren habe. Das mattiert so ein bisschen, das sorgt so ein bisschen schon dafür, dass eure Haut wie so geairbrushed ist. Und das verbindet sich halt schön. Das Schöne mit diesen Skincare-Produkten von Dior und vor allen Dingen mit diesem Glow Booster ist, es funktioniert mit jedem Make-up auch gut. Also ich gebe mir von dem Glow Booster gerne so ein bisschen was dazu. Das kann man sich gut in die Foundation mischen, in die Creme mischen. Und das arbeite ich ganz zart erstmal in mein Gesicht ein und ihr werdet sofort diesen Glow auf meiner Haut sehen. Ich glaube, ihr könnt jetzt ganz gut erkennen, wie glowy meine Base ist. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, was ihr hier schon kennt. Und das ist meine absolute Lieblingsfoundation überhaupt. Das sage ich nicht nur, weil ich das in diesem Video benutze, sondern weil ihr wisst es. Ich benutze die eigentlich in fast jedem Video. Und das ist die Dior Skin Glow Foundation aus der Forever-Reihe.
Ich habe mittlerweile 4 schon selbst gekauft und aufgebraucht. Ich habe jetzt freundlicherweise auch nochmal ein Backup bekommen. Die schönste Foundation, die es gibt. Ihr braucht davon wirklich nur wenig. Die hat eine extrem hohe Deckkraft, ist aber wirklich super, super glowy und sie hält den ganzen Tag. Also ich habe festgestellt, dass wenn ich so super glowy Foundations benutze, dass sie nicht halten. Bei der nicht, weswegen ich, also ihr kennt sie, ich habe ein ganzes Video vor 2 Jahren, glaube ich, dazu gemacht. Ich suche euch das mal raus, vielleicht finde ich das. Super, super schönes und natürliches Ergebnis. Ihr seht, glaube ich, sofort den Glow auf meiner Haut und geht dann einfach hier so ein bisschen rüber. Also ihr seht schon, ihr braucht wirklich nicht viel von dem Produkt. Ihr habt eine sehr, sehr hohe Deckkraft für eine Glow Foundation, ohne dass sie schwer ist. Also sie ist ganz, ganz flüssig. Ihr habt gesehen, wie sie runtergelaufen ist. Und wenn ihr da so ein bisschen ganz zart mitarbeitet, habt ihr wirklich ausreichend Produkt im Gesicht und ihr seid boom. Ich habe die Foundation in der Farbe 2N. Ihr müsst wissen, die Foundation oxidiert ein kleines Stückchen in die pinke Richtung, ganz leicht. Deswegen nehme ich die Neutral-Version, die oxidiert dann ein Stück und dann passt die perfekt. Als Concealer benutze ich ebenfalls aus der Forever-Reihe den Skin Correct. Der ist ähnlich wie der Tarte Shape Tape, aber so ein bisschen zarter unter den Augen. Also ich benutze ihn auch hier in der Farbe 2N. Gebe mir davon gut eine Menge mit drauf. Der ist nicht ganz so krass pigmentiert wie der von Tarte. Das ist so ein bisschen moosig, ne? Also wenn ihr eine gute Deckkraft haben wollt, aber es soll nicht so schwer sein wie der Tarte Shape Tape. Ich lasse ihn so ein bisschen einmal drauf sitzen. Mache einmal ganz kurz Cream Contouring und Cream Blushing und dann geht's weiter. Ich habe euch gleich mal ein kleines Stückchen herangeholt, dass ihr die Base von Namen sehen könnt. Ihr seht schon, die Produkte, vor allen Dingen dieser Skin Glow Booster in Kombination mit der Foundation, hat mir einfach einen wirklich krassen Glow gegeben. Ich möchte das Ganze jetzt noch aber so ein bisschen wärmer machen. Das hatte ich vor einer Weile mal bekommen. Ich dachte, das passt ganz gut. Das ist von Dior, der Mineral Nude Bronzer. Der hat so zwei verschiedene Farben. So ein bisschen. Das sieht in der Kamera jetzt lilaner aus, ist aber eher so ein bisschen rosafarbener. Und davon nehme ich einfach nur so ein bisschen und setze mir das zum Setten einfach hier nochmal so ein bisschen rüber. Und durch diesen rosanen Touch da drin wird das Ganze so ein bisschen besser an eure Haut angepasst, finde ich. Also ich habe noch nie Probleme damit gehabt. Ich finde es ganz, ganz krass. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Dior-Produkt in der Hand hattet. Die haben alle so diesen bestimmten Dior-Geruch. Und das riecht nicht so übertrieben, dass man denkt so, sondern es ist so. Du kriegst richtig diese Hallo, let me speak to the manager. Ich habe aus der Backstage-Reihe, und das Ganze soll ja auch so ein bisschen in die Backstage-Reihe gehen, eine Highlighter-Palette. Ich habe davon auch schon mal eine Lidschattenpalette gehabt in diesem Design, dieses durchsichtige Acryl. Und dann klappt man das auf und ihr seht sofort diesen extremen Schimmer. Das Schöne bei diesen Dior Backstage-Dingern ist, die haben ein bisschen mehr Bums. Also das ist nicht so dieses zarte Luxus-Make-up, sondern das ist eher so Hallo. Es ist nämlich inspiriert von diesen Runway-Shows aus Paris, New York. Und ich gehe einfach mit meinem Brushpinsel, übrigens von Letizia, bester Highlighter-Pinsel überhaupt, hier rein. Und ich nehme einfach alle Farben mal und setze mir das dann einfach hier so ein bisschen oben drüber. Und ihr seht sofort, das ist kein Glitzer-Glow, sondern das ist so dieser nasse Glow. Also wirklich extrem high Schein, so ein bisschen nass sieht er aus. Aber es soll ja heute so ein bisschen in diese Backstage-artistische. Ich komme gleich aufs Cover der Vogue. Wow. Fantastisch, diese Highlighter-Palette ist so ein bisschen. Das ist eher wirklich dieses. Ich möchte auffallen. Ich möchte, dass man sieht, dass man Glow benutzt. Der ist halt sehr, sehr fein, der Glow. Das heißt, ihr könnt auch mit dem Pinsel. Ich habe jetzt zu viel dran. Könnt ihr auch hier so ein bisschen über eure Augenbrauen gehen, über eure Stirn, Nase, Augen, unter die Augen. Und habt dann diesen All-Over-Glow und die Haut sieht dann einfach noch ein bisschen saftiger aus. Mag ich gerne. Ein Produkt, was ich schon eine Weile habe und wirklich, also ihr seht schon, das ist schon echt speckig. Das ist eigentlich ein Rouge, aber das ist wie so ein Konturton. Und Achtung, ihr werdet es gleich sehen, ich muss richtig vorsichtig sein, weil der ist einfach intens. Ich nehme einen Pinsel, gehe ich nur einmal kurz rein, das reicht. Und das setze ich mich hier als Contrast Shade einfach mit runter, um so ein bisschen mehr Kontur mit drin zu haben. Ihr braucht davon echt nicht viel. Das Pressing, ich weiß nicht, ob man es noch erkennen kann. Sehr, sehr kühl. Also als Blush natürlich nicht, aber als Konturfarbe, ihr seht sofort, wie schön das aussieht. Mega, mega schön. Wow, dieser Kloß. Okay, Freunde. Bin total aufgeregt, weil ich gar nicht weiß, womit wir weitermachen wollen. Es gibt 4 neue Lidschattenpaletten, die ich euch hier einmal einblende. Wir haben als erstes
diese sehr, sehr schöne klassische Braune mit ganz spannenden Texturen. Also wir haben Matt, wir haben Schimmer, wir haben so Topper Shades. Packaging ist natürlich auch wieder on point. Und was ganz spannend ist, in diesen Paletten ist nicht nur so ein Schwammapplikator, den ja eh keiner benutzt von uns, sondern auch tatsächlich ein Pinsel, der ganz gut ist. Also ich habe die schon mal benutzt und die sind wirklich gut, um unten an der unteren Wasserlinie so ein bisschen auszublenden. Dann haben wir einmal ein klassisches Smoky Eye Palettchen mit dem intensiven Schwarz und so Silbertönen, aber auch so ein bisschen was Wärmeres, damit das Ganze nicht ganz so kühl aussieht. Und dann meine zwei Favoriten, die wir auch gleich benutzen werden. Einmal diese rote Palette hier mit dem intensiven Rot. Auch hier sieht es wieder so ein bisschen aus wie ein Topperton, ein dunkles Braun. Und jetzt diese blaue Palette. Ich probiere, dass wir zwei verschiedene Looks machen. Ich mag das eigentlich nicht so gerne, weil ich finde, das sieht immer sehr unästhetisch aus. Vor allem blau und rot. Aber die sind schon schön, ne? Ich glaube, wir fangen als erstes mit dem roten an. Ich nehme mal hier diese Schutzfolie mit raus und diese kleinen Schwämmchen. Bei Dior ist so ein bisschen so, die Töne sind teilweise sehr schimmrig. Also wir haben wirklich viele Schimmertöne. Wir haben, glaube ich, nur... Okay, wir probieren es aus. Ich bin gespannt. Ich nehme mir als erstes hier einen Pressing Blending Brush und gehe in die Mitte hier. Es tut mir im Herz weh. Klopfe ab und setze mir die Farbe hier einmal direkt in meine Crease und presse sie mir so ein bisschen auf. Und gehe damit aber so ein bisschen weiter nach außen. Ich weiß noch nicht, wie dieser Look am Ende aussehen wird. Ich nehme dieselbe Farbe und setze sie mir hier vorne schon mal hin. Und jetzt nehme ich hier diesen kleinen Puppy hier, gehe hier rein und ziehe mir damit hier wie so eine Cut Crease. Ich nehme jetzt nochmal einen kleineren, präziseren Pinsel und arbeite mir das hier wirklich schön auf. Also sie sind extrem pigmentiert. Das ist halt dieses klassische Backstage-Ding, ne? Also dieses intensive Farben. Und blende dann so ein bisschen hier unter meine Augenbraue. Gehe nochmal hier so ein bisschen lang. Mit einem sauberen Pinsel, beziehungsweise mit der anderen Seite hier, blende ich das einfach hier so ein bisschen aus. Also das war jetzt wirklich echt schnell gemacht. Das ist halt wie gesagt ein First Impression, ne? Jetzt nehme ich hier wieder diesen kleinen Pencilbrush und gehe in dieses dunkle Braun hier und setze mir das direkt hier an meine Lashline und hier außen und ziehe das dann wieder nach oben und intensiviere damit so ein bisschen alles. Ich gehe auch gleich mit der Farbe an meinen unteren Wimpernkranz. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass mir das so gut gefällt, weil es ist ja doch schon recht artistisch. Ich nehme jetzt meinen Finger, meinen Ringfinger und gehe als erstes hier in diesen Ton. Okay, ist doch aber recht dunkel. Ich swatche ihn einmal kurz. Okay, she's pigmented. Gehe hier einfach nur so ganz leicht rüber mit dem Rest, den ich am Finger habe. Also ich habe hier das Produkt weggemacht und gehe hier einfach nochmal so ein bisschen rüber. Nehme ich so einen fluffigen Blendepinsel und gehe in diesen Topperton hier und setze mir den einfach nur mit rüber. Ich setze mir diesen Schimmerton hier, der hat so ein bisschen Kickback, aber es ist halt ein Topperton, auch direkt hier in mein Inner Corner. Und ihr seht, das ist halt so ein, ja, so ein bisschen rosa-silbriger Ton. Yes. Ich habe drei, ja, was sind das? Upsala. Es sind die Dior Show 24-Hour Stylus Intense Waterproof Eyeliner. Ich überlege gerade. Komm, wir sind jetzt mal, wir passen das mal so ein bisschen an. Ich nehme jetzt den schwarzen. Und den kann man dann hier so rausdrehen. Dann habt ihr halt einfach so einen Eyeliner. Hinten habt ihr auch noch wie so ein kleines Schwämmchen, mit dem ihr das ausblenden könnt. Und setze mir den hier so ein bisschen als Wing schon mal hin. Ich glaube, der ist besser für die Wasserlinie, aber wir wollen das ja nur so ein bisschen als Base haben. Und jetzt nehme ich mir wieder einen kleinen Pinsel. Müssen wir uns beeilen, damit er nicht antrocknet. Hier so ein Pencilbrush. Und gehe in das Blau hier. Auch das sieht so ein bisschen schimmrig aus. Und das setze ich mir direkt hier oben rüber auf diesen Liner. Und dadurch haftet der so ein bisschen. Und der Liner wird so ein bisschen blaustichiger. Damit blende ich das Ganze dann so ein bisschen aus. Und gehe dann in den helleren Ton und setze den direkt oben rüber. Und mache wirklich so ein extrem langes Auge. Und ziehe den dann hier so ein bisschen runter. Und dann wieder hier. Whoop. Die Cut Crease. Blende das dann so ganz leicht hier mit rein. Und blende das dann hier so ein bisschen aus. Die Farben lassen sich recht gut miteinander mischen. Also, die sind so ein bisschen schimmrig, ne? Also, das ist nicht so diese typisch matten Farben. Aber man kommt damit trotzdem ganz gut klar. Dunkle Blau einfach nochmal hier so ein bisschen auf. Und jetzt nehme ich Blendepinsel, gehe in dieses Gold hier, setze mir das einfach hier mit rein. Meinen unteren Wimpernkranz wollte ich eigentlich mit diesem silbernen Liner nochmal gehen. Oder? Nee, wisst ihr, was kommt? Heute wird es ja eh so ein bisschen übertriebener.
Wir nehmen jetzt den Liner und setzen uns den direkt unter die Augenbraue. Okay, krasse Sache. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Seite euch am besten gefällt. Noch so ein bisschen als Inner Corner. Ich habe hier einfach noch mal ein bisschen Blush mit aufgebaut. Das ist halt jetzt extrem artistisch. Aber ich hatte immer so ein bisschen Angst vor blauen Mascaren. Aber das ist ja hier schon wirklich, ne? Das ist ja kein klassischer Look. Deswegen benutzen wir jetzt die Dior Show Iconic Overcurl Mascara in der Farbe 264. Das ist halt ein krasses, krasses Blau, ne? Ich glaube, man erkennt das nicht in der Kamera jetzt wegen dem blauen Lidschatten, den ich benutzt habe. Das ist nicht so ein Knietschblau, ne? Okay, also es gibt tatsächlich einen blauen Akzent, aber ohne dass es halt so dieses knietschige Blau ist. So am unteren Wimpernkranz fände ich es ganz schön, ne? Ich habe nicht so viele Lashes am unteren Wimpernkranz, aber nice. Für so einen Touch of Color. Auf der anderen Seite auch eine, die ich richtig, richtig spannend finde. Das ist diese hier, das ist die Dior Show Iconic Overcurl in der Farbe 074 und die hat so Silberglitzer mit drin. Auch süß. Die kann ich mir gut vorstellen, so als Topper Silvester. Das ist so eine Silvester-Mascara. Ich glaube, meine Augen sind schon intensiv genug, deswegen gehe ich auf die Lippen mit dem Lip Maximizer. Die sind mega. Die gibt es in 1000 verschiedenen Farben. Und das ist halt so High-Shine-Gloss, ne? Zum Abschluss gehe ich jetzt nochmal mit dem Hydra Life Fresh Reviver Sorbet Water Mist drüber. Das gibt dem Ganzen so einen frischen Glow, es riecht gut. Und ich bin mit einer Vorstellung in dieses Video reingegangen, aber das hat alles so ein bisschen. Es ist anders als erwartet, aber ich liebe es, ganz ehrlich. Es ist trotzdem irgendwie alltagstauglich. Ich finde die rote Seite noch krasser als die blaue Seite. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Freunde, ich wollte euch noch mal ganz kurz daran erinnern, 50 Leute haben die Möglichkeit, so eine Tasche zu bekommen ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro. To be honest, das ist ja bei Dior recht schnell erreicht. Wenn ihr mich fragen würdet, gönnt euch auf jeden Fall diese Foundation. Ihr werdet es nicht bereuen, außer ihr habt die öligste Haut der Welt. Meine Haut, trockene Haut, bombastisch. Und wenn es ein bisschen mehr Geld gegeben hat, Capture Youth. Ansonsten klickt euch einfach mal durch die Webseite. Es gibt wirklich, wirklich tolle Produkte. Der Highlighter ist krass, dieser Lidschatten. Ich bin begeistert. Schreibt mir gerne ein kleines Feedback in die Kommentare. Vielen, vielen Dank aus ganzem Herzen an das Team von Dior, dass ich die Möglichkeit habe, das mit meiner Community zu teilen. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier wieder. Passt auf euch auf!